Und nun das Kalenderblatt. Heute vor 10 Jahren stürzte das historische Archiv der Stadt Köln ein. Hören Sie dazu einen Beitrag von Moritz Küpper. Es war ganz zarter Frühlingstag, mittags war es, und auf einmal ein total unheimliches, grauenhaftes Geräusch aus der Richtung Südwesten. Und ich gucke dahin, da kommt da eine Qualmwolke hier. Also es war so, nicht nur das Geräusch und das, was ich gesehen habe, sondern auch der Fußboden schien sich dem anzupassen. Es war am 3. März 2009 um, das sollten die Behörden später bekannt geben, exakt 13.58 Uhr. Sabine Pohl-Grund verließ sofort ihre Wohnung in der Kölner Innenstadt und lief nach draußen. Und dann konnte man sehen, dass also die Severinstraße voller Gesteinsbrocken und so Trümmer rumlagen und Leute rannten auf die Straße, waren alle ganz aufgeregt. Feuerwehr und Polizei und Absperrung. Die Anwohnerin blickte in eine riesige Staubwolke. Und es war irgendwie so eine eigenartige Stille und doch Geräusche, ne? Also es war ganz ungewöhnlich. Und so langsam konnte man sehen, was passiert war, nämlich das Archiv war eingestürzt. Das historische Archiv der Stadt Köln, das größte deutsche Kommunalarchiv, in dem rund 65.000 Urkunden, Akten und Handschriften ab dem Jahr 922 aufbewahrt wurden, lag in Trümmern. Auch private Nachlässe von Ferdinand Franz Wallraff, Heinrich Böll oder Konrad Adenauer schienen unwiederbringlich verloren. Dazu etwa 104.000 Karten und Pläne sowie 50.000 Plakate. Mit diesem Gebäude stürzten auch die beiden jeweils anliegenden Häuser zusammen. Den Rettungskräften bot sich eine unübersichtliche Lage. Verformt Aktenschränke, wo diese Archivalien drin gelagert wurden. Also da war schon einiges an Hindernissen im Weg, was auf Seite geräumt werden musste. Zum Teil auch unter Zuhilfenahme von wirklich schwerem Gerät, sprich Kran und so weiter. Erinnert sich Christian Heinisch von der Kölner Berufsfeuerwehr. Glücklicherweise hat sich diese hohe Vermisstenanzahl, die zunächst angenommen worden ist, nicht bestätigt. In den Folgetagen galt es zunächst, die vermissten Personen, 2 an der Zahl, zu finden. Tag und Nacht arbeiteten die Sicherheitskräfte. Betonmischer rückten an, um den Hohlraum zu stabilisieren. Wir haben Schutt abgetragen, es sind Hunde eingesetzt worden, es wurde gegraben, es wurden Sicherungsmaßnahmen durchgeführt. Die umliegenden Häuser mussten evakuiert werden, weil ein Kran drohte umzukippen. Ein Krisenstab koordinierte die Stabilisierung der Unglücksstelle und die Suche nach den beiden Vermissten, einem 17-jährigen Bäckerlehrling sowie einem 24-jährigen Designstudenten, Stadtsprecherin Inge Schürmann. Das war sehr schwierig, der Zeitpunkt, wo man entscheiden musste, man macht jetzt keine Vermisstensuche mehr, sondern eine Totensuche, was andere Vorgehensweise und auch zum Beispiel andere Hunde erforderte. Da war schon Ruhe im Raum. Erst nach 5 Tagen wurde die Leiche des Bäckerlehrlings geborgen, 4 Tage später die des Studenten in 9,5 Meter Tiefe. Die Stadt war, und wenn ich jetzt sage die Stadt, dann meine ich wirklich durch die Bevölkerung durchgehend, in einem Schockzustand, in einer Starre. Kein Mensch wusste eigentlich so richtig, was passiert war. Man nahm das wahr, optisch und auch gefühlsmäßig. Es war schlimm. Es war ja auch ein Zitat aus dieser Zeit, das Gedächtnis der Stadt ist verloren gegangen. Erinnert sich der damalige Kölner Oberbürgermeister Fritz Schrammer von der CDU, der die politische Verantwortung für die Katastrophe übernahm. Ein Loch in der Wand beim Bau des darunterliegenden U-Bahn-Tunnels in fast 30 Meter Tiefe habe, so stellte es das Landgericht Köln 8,5 Jahre später in 2 Strafprozessen fest, dazu geführt, dass Stein- und Geröllmassen eben in jenen Aushub drangen und so dem Gebäude sprichwörtlich den Boden entzogen. 95% des Archivmaterials sollen mittlerweile geborgen worden sein, doch das Restaurieren und Sortieren wird noch Jahrzehnte dauern. Ob und wann ein Zivilprozess über die Schadenssumme von mindestens 1,2 Milliarden Euro, die die Stadt von der Arbeitsgemeinschaft der Baufirmen fordert, stattfindet, ist unklar. Fest steht jedoch eines, so Stadtsprecherin Schürmann. Wir haben auch immer gesagt, Köln ist nach dem Einsturz eine andere Stadt. Das war völlig klar. Es würde nie wieder ein Satz laufen, der da heißt, es hat schon immer gut gegangen. An der Stelle, wo sich die Katastrophe ereignete, klafft noch immer eine Wunde. Das historische Archiv wird nun an anderer Stelle neu errichtet. Im Jahr 2021 soll es eröffnet werden. Moritz Küpper erinnerte an den Einsturz des historischen Archivs der Stadt Köln heute vor 10 Jahren.